Grüß Gott und willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In der Islamischen Republik Pakistan sind Christen nur eine kleine Minderheit von knapp 2%. Doch wenn man sie besucht, merkt man schnell, was für eine glaubensstarke und dynamische Kirche in Pakistan lebt. Über diese junge pakistanische Kirche hat André Stiefenhofer gesprochen mit Reinhard Backes, Länderreferent von Kirche in Not international für Pakistan. Grüß Gott, Herr Backes. Grüß Gott. Herr Backes, Kirche in Pakistan, welche Bedeutung hat sie im Land? Sie ist ja nur eine kleine Minderheit, haben wir gehört. Also ich bin jetzt 8 Jahre für Pakistan verantwortlich. Und das erste Mal, als ich hinfuhr, war ich, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert und voreingenommen. Also Islamische Republik, 95% der Bevölkerung ist muslimisch. Und ich hatte alle möglichen nicht so schönen Geschichten gehört, Extremismus, Gewalt und so weiter. Also ich war etwas eingeschüchtert und kam dann in eine sehr lebendige, sehr junge Kirche. Man muss sich das so vorstellen, also ein bisschen Hintergrund zum Land. Wir haben heute ca. 230 Millionen Menschen, die in Pakistan leben. Und das ist unvorstellbar, vor allen Dingen, wenn wir das mit deutschen Augen sehen. 65% der Bevölkerung sind 25 Jahre und jünger. Das heißt, es ist ein sehr junges Land und das findet man auch in der Kirche. Die Kirchen sind voll, also 80, 85, 90% der Gläubigen gehen regelmäßig in die Kirche. Und die Kirchen sind vor allen Dingen voll mit jungen Leuten. Hier fängt allerdings auch ein wenig die Schwierigkeit an, denn Pakistan, wie gesagt, 230 Millionen Menschen und ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Und das gilt auch für die Christen, die zu den Ärmsten der Armen gehören. Das heißt, was sind die Perspektiven für junge Leute? Das gilt für Muslime, das gilt aber auch für Christen. Welche Möglichkeit haben sie? Und deshalb haben wir bei Kirche in Not auch darüber nachgedacht, wie können wir helfen, dass die christliche Gemeinschaft auch sozial vorankommt. Wir diskutieren immer Möglichkeiten der Hilfe. Das ist natürlich in erster Linie die Unterstützung der pastoralen Arbeit. Aber Teil ist jetzt auch, und darüber denken wir nach, eben auch junge Menschen zu fördern. Junge Menschen, arme Familien, die keine Möglichkeiten haben, ihre Kinder auf die Schule zu schicken, zu unterstützen mit Stipendien für diese Kinder, für den Schulbesuch. Und dann auch, was sehr wichtig ist, junge, talentierte Christinnen und Christen die Möglichkeit zu geben, eine höhere Bildung zu erreichen. In Pakistan hat es einen Minister gegeben, Shabazz Bhatti, der 2011 erschossen wurde. Katholik, sehr beeindruckende Persönlichkeit, der Minister für Minderheiten war, der erste christliche Minister in Pakistan und der es geschafft hat, ein Gesetz durchzubringen, das 5% der öffentlichen Jobs, also in der Administration, in der Verwaltung, Minderheiten zur Verfügung gestellt werden. Das ist wunderbar, das Gesetz ist jetzt da, nur in der Praxis gelingt es nicht auch, den Nachwuchs aus den Minderheiten heranzuführen, dass sie in diese Position überhaupt kommen können. Und es gibt ein bestimmtes Examen, das diese jungen Leute bestehen müssen, um eine Möglichkeit haben, sich auf diese Jobs zu bewerben. Und das ist auch ein Gedanke, nicht? Dass wir eben jungen Christinnen und Christen helfen, dieses Examen zu bestehen, also sie vorbereiten, um dann eben auch in solche Positionen kommen zu können. Und das wird auch helfen, nicht? Also ein anderes Bild auf das Christentum zu ermöglichen, denn die Diskriminierung, die wir dort sehen im Land gegenüber den Minderheiten, das sind Christen, das sind Hindus, ist auch eine soziale, weil eben die Minderheiten häufig eben zu den Ärmsten gehören, nicht? Wo man dann ein bisschen drauf runterschaut, nicht? Und ein riesiges Problem in Pakistan ist die Bildungssituation insgesamt, nicht? Also die Qualität der Bildung, vor allen Dingen im ländlichen Raum, ist dürftig. Und diese Bildung, auch eine einseitige Bildung, trägt natürlich nicht dazu bei, dass man einen positiveren Blick auch auf andere Minderheiten findet.
Und das kann Diskriminierung sehr schnell Vorschub leisten. Also in diesem Bereich gibt es, denke ich, auch sehr viel zu tun und wo wir helfen können. Sie sind also mit einigen Vorurteilen zunächst nach Pakistan gereist, die dann sich in Luft aufgelöst haben. Aber einiges von dem, was man hört, hat ja durchaus Hand und Fuß. Gerade auch die Diskriminierung von Minderheiten. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Wie sieht diese Diskriminierung denn im Alltag aus? Ich würde sagen, es gibt eine wirkliche Geißel, die ganz Pakistan betrifft und unter anderem auch viele Muslime. Und das ist das Blasphemiegesetz, ja. Also eine Missachtung oder Beleidigung des Propheten und der muslimischen Religion kann sogar mit dem Tod geahndet werden. Dieses Gesetz ist aber wie ein Gummiparagraf. Das Gesetz kann jederzeit missbraucht werden und es wird vielfach missbraucht. Wenn man einen Nachbarstreit hat, wenn man was auch immer im Hintergrund schwelt, ist es ein leichtes, den gegenüber oder die gegenüber zu beschuldigen, Blasphemie, gegen das Blasphemiegesetz verstoßen zu haben. Und wir erleben immer wieder diese Fälle, Einzelfälle, die dann auch zum Teil zu richtigen Eruptionen führen können. Wir hatten jetzt in Jaranwala Attacken auf christliche Viertel, wo hunderte von Häusern niedergebrannt worden sind, wo Kirchen und Kirchenräume zerstört worden sind, wo Häuser geplündert worden sind von Christen. Und vorausgegangen ist wieder mal eine Behauptung, jemand habe ein etwas Blasphemisches getan, den Koran geschändet. Und dann ist es natürlich ein leichtes, ja, also eine Bevölkerung, gerade viele junge Männer, die eben arbeitslos sind, die keine Perspektive haben, ja, zusammenzurotten und zu solchen Handlungen zu führen, aufzuhetzen und dahin zu führen. Vieles von dem hat einen politischen Hintergrund. Wir erleben im Moment auch, leider auch in Pakistan, eine politische und eine sehr starke wirtschaftliche Krise. Der vorherige Ministerpräsident Imran Khan ist im Moment im Gefängnis. Sehr populär. Er war Cricketspieler. Sehr populärer Cricketspieler. Vielleicht kann man das vergleichen mit Fußball hier in Deutschland, nicht? Wenn wir einen Fußballstar hätten, weiß ich nicht, vielleicht in Deutschland nicht Chancen, politisch aktiv zu werden, aber in diesem Land schon, ja. Cricket ist mit ein ganz wichtiger Sport im Land. Und Imran Khan war für viele eine Hoffnung. Er hat, als er seine Amtszeit begann, auch die Bischöfe alle eingeladen und zu einem Dialog gekommen mit den Bischöfen. Er hat dafür gesorgt, dass Asia Bibi, eine christliche Mutter, die der Blasphemie angeklagt war und 10 Jahre im Gefängnis war, dass sie freikommt. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Kanada. Aber inzwischen hat sich das Blatt etwas gewendet, nicht? In Pakistan setzen Politiker leider sehr leicht auf die islamistische Karte, ja, weil das Land eben auch dort sehr geteilt ist. Es gibt sehr viele Spannungen, wenn man schaut auf den Nachbarstaat Afghanistan. Man braucht nicht viele Worte zu verlieren, was dort passiert, nicht? Die Grenze zu Indien ist zu. Auch dort bestehen keine wirklichen Handelsbeziehungen, ja. Und auch der Iran ist sehr nah ein Nachbarland. Also Pakistan ist irgendwie ein bisschen eingekesselt, nicht? Und steht vor heftigen politischen Problemen und wirtschaftlichen Problemen. Und das strahlt natürlich auch aus in die Gesellschaft, wo es große soziale Spannungen und Unterschiede gibt. Und das führt natürlich sehr leicht zu Eruptionen. Und dann ist ein Ventil eben, sich gegen die Minderheiten zu wenden. Es ist eigentlich absurd, wenn immer wieder der Ruf erfolgt in Pakistan, der Islam sei in Gefahr. Ein Land, wo 95% der Bevölkerung muslimisch sind, ja, und das eben sehr stark geprägt ist von der Religion. Also diese Gefahr ist nicht gegeben, nicht? Man sieht, das ist ein Mittel, ja, um Emotionen zu pushen und eben zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft beizutragen. Leider ein gängiges Mittel für viele Politiker, nicht nur in Pakistan. Und wie gesagt, die Opfer sind dann häufig die Mitglieder von Minderheiten. Mhm. Kirche in Not hat in diesem Zusammenhang auch das Problem der Zwangsverheiratungen und der Zwangsislamisierung in die Öffentlichkeit gebracht. Was ist denn das für ein Phänomen und wie ist da die Entwicklung? Ja, das passiert auch und passiert auch nicht so selten leider, dass eben christliche Frauen, Mädchen und Frauen, sogar Mädchen, also recht jung im Alter, aber auch, das betrifft auch Hindus, ja, also nicht nur Christen, auch Hindus, dass es eine Übergriffigkeit gibt, ja, dass es Vergewaltigungen gibt von jungen Männern,
die sich an diesen jungen Frauen, die aus den Minderheiten kommen, vergreifen oder sie auch eben zu einer Ehe zwingen. Ja. Und das heißt, diese Personen werden entführt und dann wird ihnen eben angedroht, ja, dass das Konsequenz hat, wenn sie einer Ehe nicht zustimmen, dass das Konsequenzen hat für deren Familie. Nicht? Und je jünger die Betroffenen sind, umso leichter sind sie natürlich einzuschüchtern. Es gibt eine Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, Justice and Peace. Das ist eine Kommission angesiedelt bei der Bischofskonferenz. Das sind sehr mutige und sehr aktive Katholiken, Männer und Frauen, die sich eben gerade für diese Fälle einsetzen. Wir unterstützen die. Das heißt, was für eine Arbeit machen die? Sie schaffen einmal Aufmerksamkeit im Land für diese Problematik und sie helfen dann auch, versuchen auch vor Gericht, ja, wenn es zu gerichtlichen Entscheidungen kommt, eben die Opfer zu unterstützen. Das ist ein Teil dieser Aufgabe. Oder wenn eine Betroffene wieder zurück kann in ihre Familie, dass man dann hilft, nicht beim Restart, also jetzt dem Neuanfang in den normalen Alltag. Das sind so Aufgaben, die dort von dieser Kommission geleistet werden. Wir haben im ganzen Land, in allen Diözesen, wir haben 7 Diözesen in Pakistan, haben wir auch Initiativen für den interreligiösen Dialog. Alle Bischöfe sind in Kontakt mit muslimischen Verantwortlichen in ihrer Region und suchen den Dialog. Und es gibt, das ist auch ein Zeichen der Hoffnung, es gibt auch viele sehr, sehr gute Muslime, die auch die Ungerechtigkeit sehen und erkennen und dagegen vorgehen. Ich war jetzt in Hyderabad bei einem interreligiösen Treffen und war sehr beeindruckt von einem Muslim, der seit Jahren sich in dieser interreligiösen Gruppe engagiert. Ein sehr mutiger Mann, der in so ein Ereignis, in so eine plötzliche Eruption hineingeraten ist. Nicht? Also das betraf einen Hindu, der Blasphemie beschuldigt worden ist und der da angegriffen wurde. Nicht? Also ein Mob von mehreren hundert überwiegend jungen Männern bildete sich nicht? Und wollte sein Haus stürmen. Ja? Dieser Hindu hat sein Haus also von innen verrammelt. Dann versuchte man mit Leitern in die oberen Stockwerke zu kommen. Und dieser Muslim, ich fand das sehr eindrucksvoll, nicht? Er hat sich die Kalaschnikow eines Polizisten genommen. Die Polizei war dort, aber wurde nicht aktiv und hat einfach in die Luft geschossen, nicht? Also hat damit es geschafft, diese Ansammlung, diesen Mob aufzulösen, ja? Und hat damit jemandem das Leben gerettet. Und es gibt auch jetzt nach den Jaranwala-Ereignissen, nicht? Also den Übergriffen, die wir dort erlebt haben, Muslime, die helfen wollen. Der Erzbischof von Lahore im Norden des Landes, Sebastian Shaw, mit dem habe ich telefoniert. Und er hat mir erzählt, dass ein muslimischer Geschäftsmann aus London ihn kontaktiert hat und auch in Lahore Geschäftsleute, Muslime, sich bei ihm gemeldet haben und bestürzt waren über die Ungerechtigkeit, die dort geschehen ist. Und die sich bereit erklärt haben, auch dort zu helfen finanziell, dass die Christen ihre Häuser wieder renovieren, wieder aufbauen können. Und auch, gut, vielfach sind die einfach Möbel rausgeschmissen worden und angezündet worden, dass also die Leute all das wieder anschaffen können, nicht, um wieder ein normales Leben führen zu können. Das ist ermutigend, nicht, dass auch von muslimischer Seite die Ungerechtigkeit erkannt wird und es Menschen gibt, die sagen, wir müssen etwas dagegen tun. Radio Horeb, Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell. Wir beschäftigen uns heute mit Pakistan. Mehr über die schwierige Lage der Christen in dem bevölkerungsmäßig zweitgrößten islamischen Land gleich nach der Musik. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie haben das Magazin Weltkirche aktuell eingeschaltet, in dem Pakistan heute unser erstes Thema ist. André Stiefenhofer befragte dazu Reinhard Backes von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not über die Lage der christlichen Minderheit. Das Land scheint doch nach allem, was Sie erzählen, ein ziemliches Pulverfass zu sein. Oder wenn man auf die Grenzen schaut, Afghanistan, China, Indien, eher ein Dampfkessel
der vielleicht eines Tages explodieren könnte. Und wenn man dann hört, die Kirche versucht mit Bildungsarbeit dagegen zu steuern oder interreligiösen Dialog, fragt man sich, reicht das denn aus? Was für eine Zukunft sehen Sie denn für dieses sehr dynamische Land? Gut, ich bin kein Prophet. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Aber was für eine Alternative gibt es zum Dialog? Meiner Ansicht nach gibt es keine. Ja. Es ist sehr wichtig für die Christen, dass sie diesen Dialog führen. Ja. Dass sie auch gerade Kontakte haben zu den muslimischen Führern, wenn es zu Krisensituationen kommt. Ja. Dass man buchstäblich den schnellen Draht hat zu den Verantwortlichen, die dann auch reagieren können. Die Kirche leistet auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Stabilisierung oder zur Erneuerung der Gesellschaft. Und das sind die katholischen Schulen, die christlichen Schulen, wo in vielen überwiegend Muslime unterrichtet werden. Also die meisten Kinder und Jugendlichen, die diese Schulen besuchen, sind Muslime. Gerade aus den Eliten, aus der pakistanischen Elite, kommen sehr viele junge Menschen in christliche Schulen, weil die christliche Bildung sehr geschätzt wird, weil auch der Geist, der dort herrscht, geschätzt wird. Und ich erlebe das immer wieder, nicht? Wir haben im Christlichen eben diesen Gedanken der Nächstenliebe. Ja? Liebe deinen Nächsten, kümmere dich um deinen Nächsten. Nicht? Und das ist etwas, das es so im Islam nicht gibt. Ja? Der Gedanke der Versöhnung, der Gedanke der Vergebung. Ja? Das ist ganz wichtig. Und wenn junge Muslime das von klein auf lernen, mitbekommen, sehen, dass ihre christlichen Mitschülerinnen und Mitschüler ganz normale Menschen sind, ist das ein wichtiger Beitrag. Klar, das löst nicht die Probleme des Landes. Das ist logisch. Ja, aber es ist ein wichtiger Beitrag. Aber diese christliche Gemeinschaft, also die Katholiken, sind sehr, sehr stark im Glauben. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Sehr, sehr beeindruckend, gerade vor diesem Hintergrund der Armut, die beispiellos ist, ja, der geringen Chancen, also Aufstiegschancen und eben dieser Gefahr der Übergriffe, ja, dass etwas Explosives, nicht? Explosives sich da entwickeln kann und dann wie eine Eruption, nicht, ausbrechen kann. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein Projekt gehabt aus Islamabad, ein Ort, Sagoda, wo es auch im August wirklich eine sehr aufgeheizte Atmosphäre gegeben hat, wo es auch Übergriffe gab und wo wir jetzt helfen, zwei katholischen Vereinen erst mal ein Jahr lang, nicht, das heißt, sie besonders zu stärken. Das sind relativ kleine Beträge, das sind 20.000 Euro, aber damit kann man eben helfen, dass die das sind einige hundert Familien, nicht, die also das Nötigste bekommen, ja, das Nötigste an Nahrungsmitteln, das Nötigste an Medikamenten und natürlich, dass die pastorale Arbeit auch in dieser Pfarrei gestärkt wird, nicht, dass auch ein neuer Gedanke, aber ein wichtiger Gedanke, nicht? Dass auch die Familien geschult werden. Nicht? Wie verhalte ich mich in einem Fall, wo es zur Anklage kommt der Blasphemie, wo es auf einmal eine aufgeheizte Atmosphäre gibt? Wie verhalte ich mich? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Ja. Und das sind wichtige Hilfen, die den Leuten auch Sicherheit geben, die den Menschen auch die Erfahrung geben. So, ich bin nicht alleine. So, und das ist auch sehr wichtig, dass Sie wissen, ja, es gibt über Pakistan hinaus, ja, klar, wir sind hier, wie Sie sagten, 2 Millionen Katholiken, Christen, aber es gibt viel, viel mehr. Es gibt die Weltkirche, nicht, die da ist, die uns hilft, wir sind nicht vergessen. Die Menschen sind mit uns verbunden im Gebet. Und Gebet ist wirklich da auch dasjenige, das die Menschen dort vor Ort trägt. Man sieht das, das ist nicht aufgesetzt. Ja. Ganz beeindruckend finde ich eben die katholische Jugend im Land. Ich hatte jetzt wieder viele Begegnungen und immer wieder treffe ich notgedrungen sozusagen, weil die Kirche einfach jung ist, mit jungen Leuten zusammen. Nicht? Und dort gibt es wirklich diesen Wunsch zu bleiben, auch diesen Wunsch, das Land aufzubauen, den Wunsch zu lernen, ja? Den Wunsch aber auch sich selbst zu bilden und weiterzukommen, um etwas wirklich Positives beizutragen. Und das gibt Hoffnung. Ja. In all den Jahren, in denen Sie jetzt für Pakistan verantwortlich sind, haben Sie da auch schon Erfolgsgeschichten erlebt? Also dass etwas, was Sie gesät haben, dann wirklich aufgeblüht ist?
wo Sie sagen, das macht mir Hoffnung? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das gesät hätte. Nicht? Das ist natürlich, das sind unsere Projektpartner, das sind die Diözesen vor Ort, das sind viele, viele, das sind die Bischöfe, das sind Priester, das sind Ordensleute, das sind viele Laien, die sich engagieren. Ja? Das sind viele junge Leute, die aktiv sind in der Kirche. Ne? Die sind diejenigen, die säen und die aufbauen. Nicht? Wenn ich nach Pakistan komme, fühle ich mich manchmal auch beschämt, weil es gibt eine sehr große Dankbarkeit, mit der die Leute natürlich reagieren. Nicht? Man wird dann manchmal fast wie ein kleiner Popstar dort gefeiert, nicht? Aber es ist nicht mein Verdienst. Nicht? Es ist Verdienst der Unterstützer von Kirche in Not, der Wohltäter, die das leisten. Ne? Aber es gibt viele Beispiele, ich würde das schon sagen. Ja, es gibt viele sehr positive Beispiele, wo eben aufgebaut wird, nicht? Zum Beispiel? Ja, wo Glaubensgemeinschaften, also Kongregationen gestärkt werden in ihrer Arbeit. Schwestern, die eine großartige Arbeit leisten, die rausgehen, pastorale Arbeit leisten, die ein Bibelapostolat machen, die Sozialarbeit leisten, nicht? Und das sind Dinge, die wir unterstützen, nicht? Das ist diese Kommission Justice and Peace, nicht? Also für Frieden und Gerechtigkeit, die eine großartige Arbeit leisten, die wir seit Jahren unterstützen. Es gibt in Lahore ein Krisenzentrum. Ja? Das wird von uns Frauen geleitet. Das sind Frauen, die in persönlicher Not sind, nicht? Die ungewollt schwanger geworden sind, nicht? Das sind auch Musliminnen, nicht? Also die verstoßen worden sind von ihren Ehemännern, nicht? Mit Kleinkindern, die einfach einen sicheren Raum haben, wo sie erstmal zur Ruhe kommen können, wo sie, wenn sie schwanger sind, ein Kind zur Welt bringen können, wo sie eine Zeit lang bleiben können. Das sind alles Zeichen der Hoffnung, nicht? Kleine Dinge vielleicht, aber Möglichkeiten, wo man sehr gezielt helfen kann. Denn ohne eine finanzielle Unterstützung wäre all das nicht möglich. Ja. Hilft es der katholischen Kirche in Pakistan denn, wenn zum Beispiel deutsche Politiker Menschenrechtsfragen ansprechen? Oder ist das dann eher so, oh, der Westen mischt sich ein? Ich denke, das wird wahrgenommen. Nicht? Die Frage ist für mich, und es ist notwendig, ja, ich halte das für notwendig, die Frage ist immer der Ton, in dem man das vorbringt. Nicht? Weil es gibt auch sehr viele positive Beispiele von muslimischer Seite, das will ich ausdrücklich sagen. Nicht? Viele hervorragende Menschen, Muslime in Pakistan, die sich für Minderheiten einsetzen, die sehr offen sind auch für die Christen. Also es kommt auf den Ton an, ja? Nicht schulmeisterlich, ja. Aber man sollte schon ansprechen die Problematik. Ne? Man sollte sich aber auch bewusst sein, in welch schwieriger Lage das Land ist. Und Sie sagten es, also es ist, manches ist beängstigend. Nicht? Pakistan hat 230 Millionen Menschen, das Land wächst weiter. Statistisch gesehen kommen jedes Jahr 4 Millionen hinzu. Die Ressourcen sind begrenzt. Man ist aber in gewisser Hinsicht eingeschränkt, ja. Das Militär ist ein Faktor und mein Eindruck ist, diese Feindschaft, die mit Indien gepflegt wird, ist vielleicht auch so ein Narrativ, damit Militärs auf beiden Seiten, Indien wie Pakistan, ihre starke Position halten können. Pakistan ist Atommacht. Das einzige Land, Nachbarland, das im Moment wirklich investiert, aber Eigeninteressen hat, ist China. Und es ist ein großartiges Land, aber auch ein sehr, wie wir das vielfach in der Welt im Moment sehen. Es ist aber ein gespaltenes Land. So. Und es braucht Hilfe, ja, ich sehe das. Und ich hoffe, dass das gelingen kann. Bleiben wir bei den Christen in Pakistan? Unterstützen wir weiter die Hilfe von Kirche in Not, die Friedensarbeit, die Bildungsarbeit, damit aus diesem Dampfkessel Pakistan kein Pulverfass wird? Vielen Dank, Reinhard Backes, dass Sie uns heute diese Einblicke in Pakistan gewährt haben. Sehr gerne. André Stiefenhofer sprach mit Reinhard Backes von der Internationalen Zentrale von Kirche in Not über Pakistan. Pakistan, ein Land, in dem islamische Gesetze sehr streng befolgt werden, das haben wir gehört, aber auch ein Land mit einer vitalen christlichen Minderheit, die von Kirche in Not unterstützt wird. Und Kirche in Not hat auch einen Film über den 2011 ermordeten christlichen Politiker Shabazz Bhatti produziert. Auch er wurde im Gespräch genannt. Sie können diesen Film unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen oder aber auch im Internet einsehen unter www.katholisch.tv.
Bleiben Sie eingeschaltet hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Gleich sprechen wir mit dem Märtyrerexperten Helmut Moll über sein Buchprojekt Martyrologium des 20. Jahrhunderts und über moderne Glaubenszeugen, die in der Mission ihr Leben für Christus ließen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Sendereihe Weltkirche aktuell. Wir sprechen jetzt über deutsche Märtyrer, also Männer und Frauen, die für ihren christlichen Glauben ihr Leben ließen. Ich begrüße dazu Prälat Professor Helmut Moll. Er ist Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, das im vergangenen Dezember in bereits 8. Auflage erschienen ist. Herzlich willkommen, guten Morgen, Herr Prälat. Guten Morgen, Herr Niggewöhner. Herr Prälat, Sie sammeln als Märtyrerforscher Biografien von deutschen Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts. Mittlerweile sind über 1000 Lebensbilder von katholischen Märtyrerinnen und Märtyrern in den letzten fast 30 Jahren durch Ihre Forschungen zusammengetragen worden. Darunter befinden sich auch Missionare, also Personen, die in ihrem Einsatz für die Weltkirche ums Leben kamen. Können Sie ungefähr sagen, um wie viele Missionare es sich handelt? Bei den deutschen Missionaren, die in Asien, Afrika und Südamerika umgekommen sind, handelt es sich um über 200 Personen. Also eine ganze Menge, und 30 davon sind in Afrika gestorben, und Sie haben jetzt an die Bischöfe Afrikas appelliert, Seligsprechungsprozesse für deutsche Märtyrer der Afrika-Mission einzuleiten. Was ist Ihr Gedanke dahinter? In der Frühzeit der Kirche gab es auch in Afrika Märtyrer, aber seit dem Mittelalter und der Neuzeit weniger. Deshalb ist es wichtig, dass auch die afrikanischen Völker Heilige haben. Viele Länder haben überhaupt noch keinen Heiligen oder gerade einen Heiligen. Deshalb brauchen sie glaubwürdige Vorbilder. Und damit sie glaubwürdige Vorbilder bekommen, könnten wir solche Märtyrer, die in Afrika ums Leben gekommen sind, zur Seligsprechung und Heiligsprechung führen. Papst Johannes Paul II. Wies in seinem apostolischen Schreiben Tertio Millenio Adveniente ausdrücklich auch auf die ökumenische Dimension des Märtyrergedenkens hin. Inwieweit fördert eine solche Ökumene der Märtyrer die Einheit unter den Christen? Papst Franziskus hat gesagt, die Gegner und Feinde des Glaubens schauen nicht auf, ob einer katholisch, orthodox, evangelisch oder altkatholisch ist, sondern weil er Christ ist, sodass die Gegner der Kirche die Christen ausrotten, umbringen wollte. Deshalb ist die Ökumene der Märtyrer gerade heute für die Einheit der Kirche so wichtig. Findet das auch seinen Niederschlag im deutschen Martyrologium des 20. Jahrhunderts? Ja, wir haben etwa die Weiße Rose. Da haben wir Mitglieder, die waren evangelisch, wie Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, der orthodox war, und Katholiken wie Willi Graf oder Christoph Probst. Dann haben wir weiter die Märtyrer der Lübecker Christenheit mit drei katholischen und einem evangelischen Pastor, die also jetzt im Norden besonders verehrt werden. Dann haben wir die Märtyrer des Kreisauer Kreises, wo Katholiken und Evangelische zusammengearbeitet haben. Also, wir haben auch ökumenische Märtyrer im deutschen Martyrologium. Was sind denn Ihre Kriterien, um einen Glaubenszeugen in das Martyrologium aufzunehmen? Und welche verschiedenen Arten von Martyrien gibt es? Papst Benedikt XIV. Hat die Kriterien festgelegt. Das ist erstens der gewaltsame Tod. Wie Christus am Kreuz, so müssen die Märtyrer eines gewaltsamen Todes sterben. Ob sie nun füsiliert, ob sie ertränkt, ob sie vergast werden, aber sie müssen eines gewaltsamen Todes sterben. Zweitens, sie müssen Zeugnis für den christlichen Glauben gegeben haben, durch Wort und Tat. Und drittens, sie müssen bereit sein, für ihren Glauben auch zu sterben.
Deshalb haben wir auch verschiedene Arten von Martyrien. In der Zeit des Nationalsozialismus als Gegner der gottlosen Ideologie des Nationalsozialismus. In den Missionsländern, weil die Einheimischen den christlichen Glauben nicht wollten, abwerfen wollten, sodass sie dann schließlich in den Missionsländern umgebracht wurden. Ihre Arbeit hat bereits in mehreren Fällen zu Selig- und Heiligsprechungsprozessen beigetragen. Könnten Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen? Unter den 1000 Märtyrern laufen derzeit 100 Seligsprechungsverfahren. Ich nenne besonders jetzt den Freiburger Diözesanpriester Dr. Max Josef Metzger, der vor wenigen Tagen zur Seligsprechung freigestellt worden ist. Er war ein Ökumeniker, er war ein Pazifist, er war aus dem Erzbistum Freiburg und wird nun in absehbarer Zeit selig gesprochen. Im Dezember, ich erwähnte es gerade, ist die 8. Auflage des Martyrologiums erschienen. Was ist neu darin? Die 8. Auflage enthält 81 neue Lebensbilder aus allen 4 Bereichen. Aus dem Nationalsozialismus, aus dem Kommunismus, aus dem Reinheitsmartyrium und aus den Missionsgebieten, sodass wir auf diese Weise 200 Seiten mehr haben bei den 2 Bänden Zeugen für Christus und sie kommen aus fast allen deutschen Diözesen. Man nennt das 20. Jahrhundert ja auch das Jahrhundert der Märtyrer, doch auch im 21. Jahrhundert sieht es ja kaum besser aus. Der aktuelle Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not stellt fest, dass in 61 Staaten, also rund einem Drittel der Länder weltweit, es zu Diskriminierung oder Verfolgung aufgrund der Religion und Weltanschauung kommt. Befassen Sie sich auch mit solchen aktuellen Martyrien, vor allen Dingen natürlich von Christen? Ja, das tue ich, denn der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat für das heilige Jahr 2025 aufgefordert, die Märtyrer aus dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts zu sammeln und aufzuzeigen. Das tue ich zurzeit für die deutschsprachigen Märtyrer des 21. Jahrhunderts. Ich habe 15 Personen gefunden, 10 evangelische, 5 katholische. Sie werden jetzt in der Wochenzeitung Christ in der Gegenwart nach und nach auch vorgestellt. Das sagt Prälat Professor Helmut Moll, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, das im Dezember in bereits 8. Auflage erschienen ist. Herzlichen Dank, Herr Prälat, für dieses Gespräch. Ich danke auch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich näher mit den Märtyrern des 20. Jahrhunderts beschäftigen wollen, können Sie das tun auf der Netzseite www.deutsches-martyrologium.de. Dort können Sie das von Prälat Moll im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebene zweibändige Werk auch käuflich erwerben. Zum Ende unserer Sendung möchten wir noch an eine ganz große Frau der Kirchengeschichte erinnern, die morgen ihren Gedenktag hat, die heilige Katharina von Siena. Christus will in der Kirche leben und wird daran gehindert. Und sie drückt das mit dem Bild vom Blut aus. Das Blut Christi, also die Liebe Christi, ist da, aber durch die Sünden der Kirche, vor allem ihrer Amtsträger, wird dieser Blutfluss behindert und sie sagt dann, die Kirche ist bleich geworden, voller Blutarmut. Und das treibt sie an. Sie denkt von Jesus her, sie hat ja sein Herz und sieht Jesus leiden, der mit seinem Blut, mit seiner Liebe nicht durchdringen kann. Und darum will sie alles bereiten, dass das Blut in der Kirche wieder fließen kann, also die Liebe Christi wieder fließen kann, hierarchisch, sakramental. Eine einzigartige Sendung in die Kirche hinein, das war ihr Gottesbild. Das sagt Professor Wolfgang Vogel, Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Augsburg, über die Europapatronin und Kirchenlehrerin Katharina von Siena.
Professor Vogel ist auch Autor des neuen Glaubenskompasses über diese Heilige. Sie können diese Kleinschrift im DIN A6 Format unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen unter Telefon 089 6424 888 und die 0 oder aber auch im Internet. Und ganz zum Schluss noch ein Blick in die Geschichtsbücher. Heute vor 75 Jahren wurde in Königstein im Taunus in Anwesenheit von Kardinal Josef Frings feierlich die Philosophisch-Theologische Hochschule gegründet. Diese Hochschule diente der Ausbildung der angehenden Priester im benachbarten Priesterseminar, die damals für die Ostmission hinter dem Eisernen Vorhang vorgesehen waren. Die Hochschule war auch ein Teil der berühmten, von Weihbischof Kindermann geleiteten sogenannten Königsteiner Anstalten und eng verbunden mit dem Hilfswerk Kirche in Not, das ja zahlreiche Aktionen von Königstein aus startete und seit 1975 seine internationale Zentrale in dem Taunusstädtchen hat. Die Hochschule stellte 1977 ihren Lehrbetrieb ein und konnte nach knapp 30 Jahren stolz auf 417 herangebildete Priester zurückblicken und auch auf so manch namhaften Dozenten. Genannt sei hier nur Kardinal Leo Schäfzig. So viel zur Geschichte. Nächste Woche dann wieder Aktuelles hier bei Weltkirche aktuell. Dann ist wieder Mariathon, der Spendenmarathon zum Aufbau neuer katholischer Radios weltweit. Kirche Not unterstützt die Aktion wieder gerne. Unser Geschäftsführer Florian Ripka wird nächste Woche live dabei sein. Ihnen allen bis dahin Gottes Segen. Am Mikrofon war Ihr Volker Niggewöhner.